Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und ich bin gerade dabei, Zelda 2 durchzuspielen. Ich bin nämlich beim Endboss. Beim letzten Mal habe ich mir den mächtigsten Zauber in Zelda 2 überhaupt geholt. Das könnt ihr euch gleich mal hier ansehen, falls ihr das versäumt habt. Ansonsten geht's jetzt gleich weiter. Wir starten vom Anfang, also von der Startsequenz aus Richtung Endboss, damit ihr auch alle schön brav den Weg mitverfolgen könnt, falls ihr das zufällig brauchen solltet. So, und da sind wir auch schon. Beim Start sozusagen, beim Spawnpunkt geht's Richtung Endboss. Gut. Wir schlagen uns da mal durch Richtung Endboss. Ich bin schon sehr gespannt, wie hart der letzte Dungeon wird. Ich habe mich wie immer ein bisschen vorbereitet und habe mir den Weg angesehen. Ich verwende ja generell immer die Komplettauflösung von Zelda Europe, kann ich empfehlen. Okay, bei der Dame kriege ich nicht. Ich brauche Zauber. Ich brauche Zauber von der guten alten Frau, damit ich hier voll aufgebaut zum Endboss schreiten kann. Gute alte Frau, wo bist du? Kriegst du mir was? Nein, hallo, 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 bringt mir nichts. Ich hätte eigentlich gern Zauberenergie bekommen. Kriege ich da keine Zauberenergie? Egal, ich kann mir die im nächsten Dorf auch noch holen. Bin irgendwie dran vorbeigeschludert. Gut. Also immer runter, runter, runter. Rechts Richtung Wüste. Dann beim Friedhof runter. Aber wir schauen noch kurz ins Dorf rein, weil mir fehlt Magie. Und ich glaube, so, ich werde alles brauchen, was man irgendwie bekommen kann, um das hier zu schaffen. Ist ja nicht gerade das leichteste Spiel, Zelda 2. Wie vielleicht ein oder andere von euch auch schon bemerkt hat. Ja, ich mache mir das Leben ja ein bisschen leichter und spiele es am Emulator mit Safe Games. Macht das Spiel, finde ich, noch besser. Manche sagen jetzt vielleicht, das ist nicht true oder irgend so etwas. Ist mir egal, ist mir egal. Ich zocke gerne am Emulator. Und ich bin auch der Meinung, man muss nicht alles physisch besitzen, um es feiern zu können. Also ich finde, kann Zelda 2 cool finden und muss es nicht besitzen, weil ich kann es am Emulator zocken. Ich habe jetzt Zelda 2. Das ist mal eins der NES-Games, die ich wirklich als physische Form besitze. Aber ich finde, das ist nicht notwendig, um diese alten Games zu feiern. Okay. Mal schauen, ob ich da durchkomme, ohne Leben zu verlieren. Block, block, block. Und raus hier. Gut. Haben wir geschafft. Gut. Gleich mal kurz mal gleich abspeichern. Weil A kostet ja nichts. Und B. Okay, kostet vielleicht doch was. Ich muss mal mit dem Nico kurz ein bisschen nach rüber verschieben, damit ich da besser zu meinen Tasten komme. So, 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 so ist besser. So ist besser. Ja, gut, weiter geht's. Vielleicht schneide ich das raus, vielleicht auch nicht. Ihr werdet es nie erfahren. Uah. Nein, 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 so geht das nicht. So, ich gehe da einfach ganz am Rand runter. So, damit mir hier ja nichts passiert. Ist fake, ja. Ja, ist fake, aber ist mir wurscht, weil ich würde gerne leben. Hey, wo geht's denn dahin? Ist das der richtige Weg? Ma, ich hätte den Weg vielleicht doch noch ein bisschen genauer anschauen sollen. Gut. Geh weg. Ich mag dich nicht. Ich schaue jetzt mal nach links. Nicht der richtig. Noch mehr Brücke. Super. Tschüss, Junge. Tschüss. Bin ich ein bisschen überpowered? Sollte ich mir Leben nehmen? Warum nicht? Hä? Interessant, in der Höhle war ich sicher nie. In der Höhle war ich sicher nie. Die erkunde ich jetzt noch. Egal, ich weiß, ich habe jetzt gerade gesagt, wir gehen zum Endboss, aber ich kenne die Höhle nicht. Das kann es ja nicht sein.
Da spucke ich so große Töne und dann bin ich erst wieder auf Erkundungstour. Ist mir egal, ich war da sicher. Ah, da kommt man raus, wenn man durch den Irrgarten geht. Okay, das habe ich vergessen. Aber das da oben schaut mir auch verdächtig aus. Was war denn das da oben? Also diese Neugier, das ist furchtbar, oder? Kennt ihr das? Dass ihr das Gefühl habt, ihr müsst unter jeden Stein schauen, ob es da nicht vielleicht irgendwas gibt. Boah, Dreck, Dreck. Da war da irgendwas? Nö. Nope. Okay, hätte sein können. Boah. Blocken. Dass man auch so wenig Punkte für diese Würmer kriegt, ist, finde ich, ein bisschen schade, weil ist ja auch Arbeit. Ich möchte hier eine bessere Bezahlung mit Punkten haben, eindeutig. Aber eigentlich könnte ich jetzt einen Spawnpunkt setzen und wieder von dort weitergehen. Gut. Ja, gehen wir von hier wieder weiter. Ja, hier war das nur so zur Erinnerung. Hier war das der Weg runter. Und ich bin beim falschen Friedhof hier irgendwie abgebogen. Kann passieren. Sollte nicht passieren. Kann passieren. Gut. Und ich noch so, ja, ich gehe den Weg, damit ihm alle gut nachverfolgen können. Mhm. Richtig schlecht. Uah. Tschüss. So. Da gibt es jetzt noch eine Stadt. Die wohlbekannte. Da könnten wir uns jetzt noch kurz mit Leben ein bisschen auftanken. Bei der guten alten Frau. Eigentlich ist es die hübsche Frau. Bei der hübschen Frau kriegt man Leben. Bei der weniger hübschen kriegt man Magie. Komm, gib mir Leben. Gib mir Magie, weil Leben habe ich mir selber geholt. Danke. Gut. Das ist jetzt die Stadt gewesen. Naburu. Naburu. Oder wie man es auch immer aussprechen möchte. Von hier aus. Okay. Von hier aus kenne ich mich aus. Da müssen wir runter. Dort, wo wir die Spinne verscheuchen. Weg mit der blöden Spinne. So, Spinne ist weg. Und jetzt müssen wir von hier aus weiter nach unten. Da kommen diese blöden Sequenzen mit, wir werden abgeschossen. Und die nerven richtig hart. So. Dreck. Ich hüpfe einfach. Ich hüpfe. Ah! Dreck! Okay. Ich hoffe, ich kann mich noch irgendwo aufladen. Gehat, Klumpert. Jags! Geh, come on! Ja, ich weiß, man kann auch mit der Fee durchfliegen. Es ist vielleicht fast gescheiter. Naja. Weg, 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 weg von den blöden Idioten hier. Okay, wie viele sind denn das noch? Tschüss! Aha! Come on, come on, come on, come on, come on. Nein! Nein! Weg! So. Grauslich! Grauslich sind die! Pfui, ich mag die nicht! Die stinken! So, nach Tod. Okay, jetzt muss ich runter. Ja, schon wieder der Mist. Noch mehr von dem Dreck. Und jetzt kommt der da oben auch noch. Ich weiß, ich hab's in Erinnerung, dass der Weg zum letzten Dungeon richtig übel schwer ist. Daran bin ich ja ursprünglich gescheitert. Wie ich es damals, lang ist es her, es versucht habe. Okay, ich muss das nochmal machen. Damals bin ich dann gescheitert an dem Weg zum letzten Dungeon. Ja. Damals, wie ich es ohne Safe Game gespielt habe, sondern mit den Original-Safe-Punkten. Vielleicht sollte ich mir da wirklich einfach einen Zauber gönnen und durchfliegen. Was meint ihr? Ich versuch's noch einmal. Vielleicht komme ich irgendwie durch, ohne viel zu verlieren. Schaut mir jetzt gerade nicht danach aus. Aber ich habe gerade einen guten Rhythmus gefunden.
Was, wo bin ich jetzt schon wieder reingeraten? Hä? Was? Hä? Okay. Nochmal. Huhu. Okay, da kommt. Wieso komme ich da instant? Nein, wieso? Das muss doch auch irgendwie anders gehen. Ja. Nein, doch nicht. So einen Hals kriege ich. So einen Hals. Leute, das wird eine furchtbare Folge. Ich sehe das schon kommen. Ich kotze schon ab beim Weg dorthin. Weil ich versuche, so wenig wie möglich zu verlieren. Und ich sehe schon, das wird nicht leicht. Was ist da rechts gewesen eigentlich? Ah ja, da unten war die Stadt. Sollte die. Na, zu der hinschauen bringt es nicht. Muss ich wieder über eine Brücke gehen und so weiter. Na. Wieso kann ich da nicht einfach irgendwie. Na, sobald ich da reintrete, kommen die Mistkerle einfach. Ah. Okay, das lasse ich mir. Okay, das kann man echt nur mit Safe Games machen, dass man da so lange reingeht, bis mal was mal Leben kriegt. Ist vielleicht nicht ganz fair. Ist mir aber jetzt egal. So. Ah, und rein gleich in den schweren rein. 50 Punkte kriegt man für den Jungen. Das ist natürlich lässig. Na, wieso fliegt der. Ah. Und man darf sich echt keine Zeit nehmen, um ein bisschen runterzukommen. Ohne Pause zu drücken. Einfach mal den Ärger ein bisschen rauslassen. Das ist nicht drinnen. Nicht mal das ist drinnen. Okay. Komm her, du Klumpert. Mach das ganze Klumpert hier einfach platt hier. So, komm her. Nein. Jetzt killt mich einfach weg. Es killt einen hier einfach alles. Es kommt wieder der Schwere gleich instant. Okay, ich versuche mal den Schweren. Weg. Und. Nein. Fast. Den Leichten. Mach den. Ich will es doch nur schaffen, ohne Leben zu verlieren. Come on. Nein, ich lasse das alles drin. Ich schneide das nicht raus, Leute. Ich lasse das drinnen. Nein. Okay. Ich werde einfach üben, bis ich es schaffe. Könnte länger dauern. So, weg damit. Nächster. Ja, weggebrezelt brauche ich eigentlich nicht. Ja, sehr gut. Komm, mach den Augen auf. Ah, jetzt killt er mich da. Der blöde Dreck. Ganz im Gegenteil. Ah, wieso kann ich den nicht ausweichen? Ich renne durch. Hat funktioniert. Okay, weiter. Ja, schnell durch vielleicht. Vielleicht ist schnell durch die Lösung. Ah, nein. Weiter. So. Aha. Okay. Geh weg. Gut gemacht. Mal Glück gehabt. So, da. Kommt der Mist da runter und wird weggebrezelt hier von mir. Ah! Unberechenbar dieses Zeug oft. So, weg damit. Nächster kommt. Komm an. Komm runter da. Einmal noch. Jawohl, weg damit. Alles wird weggebrezelt. Vielleicht mache ich noch ein Level up. Ich bin schon überall auf 8. Bringt man immer. Ich glaube, das bringt mir nichts mehr. Ah.
Das ist, wenn man sich nicht entscheiden kann, was man machen will. Hüpfen oder schlagen. Muss man sich entscheiden. Sonst muss man sterben. Geh weg. Ich will da durch, weil sonst killt mich der da. So, tschüss. Gut, weiter geht's. Nein, das war schier gemacht. Weitersprung. Das muss doch gehen mit Normalspringern. Geht's auch. Geht auch. Geht auch mit Normalspringen. Aber man muss schon ziemlich gut abspringen. So, ich weiß, dass da rechts und links ein Punktesack ist. Soll ich mir den holen? Punktesack, Punktesack. So. Wieso macht er sein blödes Auge nicht auf? Mach doch dein dummes Auge auf, damit ich dich wegbrezeln kann. Genau so. Und weg damit. So. Weggebrezelt. Und weiter. Mach dein Auge auf. So. Augen auf. Beim Eierkopf. So, ich glaube, da war irgendwas. Na, da, ich will nur kurz schauen, ob da was war. Lass mich da durch. Ich schau nur. Ja, das sind, wie viele Punkte sind da drinnen? 500, okay, das wird sich schon auszahlen, die nehmen wir uns noch. Aber natürlich mit weniger Verlusten. Die Frage ist, ob das funktioniert. Okay, das haben wir da weggebrezelt. Und noch einmal. Tschüss, Junge. Da oben kommt noch einer. Komm an. Ich mach dich alle. Nein. Du machst mich alle. Ich mach dich nicht alle. Ich gehe einfach nur sterben. So. Sehr gut. Punkte geklaut. 500. Mann, 500 Punkte ist so richtig viel. Aber wenn man 9000 braucht, ist es nicht mehr ganz so viel. So. So, falls noch jemand Punkte braucht und an der Stelle ist, weiß er hier, kann er sich ein bisschen noch was holen. So, da Pause, speichern, weiter. So, da auch jetzt rauf. Und da haben wir schon wieder so eine Brückensequenz. Ja, weg damit. Ja, es ist gut, dass man nur zwei Treffer braucht, wenn man stark genug ist für das Zeug. Und für den braucht man auch nur zwei Treffer. Läuft ja. Weg, 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 weg. Nein. Immer noch, come on. Kurz durchatmen. Es ist echt aufregend. Nerven aufreibend. Meine Nerven, Leute. Okay. Mach den schnellen. Ja. Mach dein blödes Auge auf, Mann. Mach dein Auge auf. So. Mehr Konzentration. Mehr Konzentration. Noch viel mehr Konzentration. So, den da. Einfach und dann haut's mich rein. Gut. So, nicht. So, kurz warten. So, weg damit. So, da. Und dich kriegen wir jetzt auch noch, Junge. Die fliegen manchmal. Ich weiß nicht. Ich kann die Flugbahn von dem Dreck einfach nicht berechnen. Das ist ja eine Qual zum Zuschauen, Leute, oder? Okay. Was braucht man, um Zelda 2 durchzuspielen? Viel Geduld oder viel Können? Ich würde mal eher sagen, mehr viel Geduld. Viel Geduld ist in dem Fall fast wichtiger. Vor allem, wenn man mit Safe Games spielt. Irgendwann, da zahlt man es schon.
tschüss. Brauch gar nichts. Na, da jetzt ein. Kann ich mir da eigentlich einen Jump nehmen? Kostet nichts. Und gleich wieder auffüllen. Tschüss. Wäre nicht notwendig gewesen, also kann man sicher auch so drüber springen. Aber. Ah, wollte eigentlich auf Pause drücken. So, gut. Weg damit. Weg. Es ist ein Wahnsinn. Es ist einfach nur der Weg zum Endboss, einfach so schlimm. Dann gehe ich eigentlich immer nach links. Vielleicht ist es nach rechts besser. Tschüss. So. Gut. Weiter geht's. Und gleich wieder nächste Gegner. Super. Instant gleich in den nächsten. Sie wollen einfach nicht sterben. Wieso nicht? Wieso stirbt hier niemand? Come on. Ah, Satta. So, ich mach den jetzt hier. Nein, mach ich nicht. Nein, so auch nicht. Nein, so auch nicht. Nein. Nein. Nein, die Ducken geht auch nicht. Nein, das. Was ist die. So, wegbrezeln das Zeug her. Mach den Auge auf. Mach doch einfach den Auge auf, damit du sterben kannst, ja. Mach es auf. Mach es auf, auf. Killt mich der weg. Also ich verstehe schon, warum es Leute gibt, die Zelda 2 nicht mögen, weil es ist einfach schon ziemlich nervenaufreibend. Gibt's nichts zum sagen. Also ist einfach furchtbar zum Teil. So wie diese Sequenz hier einfach. Wie oft man das wohl gespielt hat damals, ohne Safe Games. Fast hätte ich es geschafft, da durchzukommen. So, tschüss, weggebrezelt und einfach. Hat es mich jetzt noch erwischt oder nicht? Gehört habe ich es noch. Schauen wir mal. Ja, es hat mich vorher noch mal erwischt. Dreck. Warte da kurz und dann. Nein! So, kurz warten und ich wäre weggebrezelt. Wegbrezeln, ohne warten, einfach durch. Okay. War nur Glück. Gibt's da was? Nö. Ist das jetzt ein Level oder ein Gegner, den ich hier will? Wow! Come on! Warum ist das? Gags! Das tut mir leid, ich hatte vielleicht ein bisschen mehr ins Mikro brüller als sonst, aber das sind einfach. Es geht einfach nicht anders. Die müssen raus hier. Ein paar Emotionen müssen hier einfach raus. Na! Ah. Ja, allein wie viele Punkte man da kriegt, nur dadurch, dass man da zum Endgegner geht. Ist ja schon ziemlich verrückt. Komm schon. Nein, also es ist einfach. Geh weg, komm an. Jetzt kommt er. Und der. Was tust du? Geh. Nicht einfach.
Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Dreck, das wollte ich nicht. Verdammt. Na, so wollte ich es auch nicht. Ich wollte eigentlich mir Feuer nehmen. Der hat genau diese blöde... Kann ich den etwa... Ja, aber unten geht's. Okay, das ist schon ein bisschen meine Schuld. Es ist schon ein bisschen meine Schuld, dass ich schlecht bin. Ja, andere geben den Game Designern die Schuld. Aber das ist bei so einem Spiel wie Zelda halt schwer. Man kann man machen, aber zu sagen, Nintendo hat hier versagt, ist halt schon ein bisschen eine gewagte Aussage. Kann man bringen, aber ist irgendwie nicht sehr seriös. Weil gut ist das Game, ja. Es ist halt einfach... Boah, wieso brezelt mich der da einfach weg, der Junge? So, komm her. Ich muss ihn wieder locken, bis ich da mehr... Was zum... Kann ich den irgendwie blocken, das Feuer? Ja, ich kann das Feuer nicht mal blocken. Wie machen wir den? Jetzt haben wir uns mal Feuer. Nein, das bringt gar nichts. Schild? Bringt auch nichts. Wie macht man den fertig eigentlich? Ich habe gegen die nie gekämpft. Ich habe die immer ausgelassen. Okay, Feuer bringt es nicht so. Reflexion hätte ich nehmen müssen. Schauen wir mal, Reflexion. Ja, das geht. Ah, Dreck. Okay, Reflexion. Also der ist schon ein besonderer Junge. Ein besonderer Junge, sagen wir mal so. Der ist irgendwie sehr besonders. Come on. Na, ich renne in ihn rein. Mach auf dein Auge. Ich versuche mal mit Locken. Reflect brauche ich trotzdem, weil sonst habe ich einfach gar keine Chance gegen den. So, komm schon, mach auf. Komm zu mir. Und im richtigen Moment springe ich dann über dich drüber. Funktioniert. Kann man machen. Ist halt feig. Ah. Ah. Okay. Aber den kann ich schaffen, glaube ich, weil den kann ich mit dem Reflect blocken. Ja, da war ich zu langsam mit dem Block. Das Gute ist, er haut nur oben. Tschüss, Junge. 200, danke. Schrecklich. Nochmal. Oh Gott, das ist ja... Komme ich denn da nie an in diesem Level, verdammt. Ich dachte, ich gehe einfach mal schnell zu dem Level. Ich hatte es nicht so schlimm in Erinnerung. So schlimm hatte ich es nicht in Erinnerung. Ich wusste, dass es schlimm ist. Aber nicht, dass es so schlimm ist. Okay. Okay, der brezelt mir gleich eine volle auf die Nuss. So, danke. Das war jetzt schlecht, dass ich genau da in dem Moment speichere, wo ich eine auf die Nuss krieg. So, nochmal. Tschüss. Gut, weiter. Komm an, weg damit. Mag wieder aufgefüllt, sehr gut. Und... da war ich. So, komm mal. Ja,
Weg mit dir. Nächster, komm an. Komm schon. Fliegezeug. Mach das ganze Fliegezeug fertig. So. Du kommst auch noch her. Komm an. Komm schon, du. Komm runter. Damit du sterben kannst. Komm, 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 komm. Gut, dann. Lass es. Ist auch recht. Ah! Ja! Supi. Super gelaufen. Nein, das. Der Sprung ist super hart, aber er geht. Aber er geht. Er ist möglich. Ja. Und. Uah. Ah, Dreck. Wie eins auf die Nuss bekommen. Ah. Nein. Nein. Ah, okay, den kann ich nicht ohne Reflect. Gut, dann lass mich in Ruhe. Ah! Gut. Du willst sterben. Was sollst du haben? Stirb halt. Irgendwo krieg ich schon wieder Zauber her. Hauptsache, du bist für immer weg. Geh weg. Noch ein Treffer und tschüss. Furchtbar. Come on. Also nach dem Weg hin, glaube ich, brauche ich eine Pause. Das ist ein Wahnsinn. Wie lang? 32 Minuten vom Start bis hierher. Okay, ich habe mich einmal verlaufen, aber trotzdem. Da sind wir, beim Dungeon, Leute. Man fasst es nicht, wir sind beim letzten Dungeon. Da mache ich mir ein Safe Game, Leute. Da mache ich mir ein Safe Game. Falls das jemand haben möchte, kann er mir in die Kommentare schreiben und ich werde mich bemühen, das ihm irgendwie zukommen zu lassen. So, wenn daran Interesse besteht, werde ich mir da was überlegen, dieses letzte Safe Game online zu stellen. So, okay. Wie gehen wir davor? Gut. Da ist die Barriere. Die löst sich auf, weil wir ja schon alles haben. Weil wir super awesome sind. Und jetzt kommt die gute alte Komplettauflösung zum Einsatz. So, da rechts bis zum Aufzug. Und dann Aufzug nach unten. Ich stelle mir hier meinen Schummelzettel hin. Am Handy habe ich mir das alles aufgeschrieben. Wer schreibt denn heutzutage noch mit der Hand? Ich jedenfalls nicht. Ich schreibe mir es ins Handy rein. Rechts zum Aufzug. Aufzug nach unten. Und dann links. Gut, machen wir das. Machen wir das. Gehen wir mit dem Aufzug nach unten. Hui, da ist ja gar kein Gegner da. Da ist es ja richtig gemütlich in der guten Stube hier. Und gehen nach links. Schauen wir mal, ob es so gemütlich bleibt. Wahrscheinlich eher nicht. Was bist du für einer? Dich kenne ich noch nicht. So einen habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Mal kurz mal testen, was der kann. Was kannst du, Junge? Kannst du was? Kannst du was? Zeig mal was. Kannst du was? Kannst du was? Kannst du was? Kannst du was? Und kannst du was? 200 bringst du, okay. Ah ja, der kann schon was. Haben wir jetzt rausgefunden. Safe Game geladen und nochmal. Probieren wir es mal mit schnell durch. Probieren wir es mal mit schnell durch. Das ging ja leicht. War es Glück oder was war das? Links Feenzauber, Aufzug nach unten. Wofür brauche ich denn einen Feenzauber? Werden wir wahrscheinlich gleich sehen. Ich gehe. Das war aber eine gemeine Falle. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Voll in die Falle gelaufen. Ihr, die euch auskennt, habt euch wahrscheinlich schon nur drauf gewartet. Ah, okay.
Ich weiß nicht genau, wo es ist. Vielleicht soll ich doch unten gehen. Vielleicht besser gleich unten. Aber vielleicht versäume ich dann irgendwas oben. Ha! Hä? Warum Feenzauber nach unten? Ich soll den Feenzauber benutzen, dann nach unten gehen? Kann man ja drüber springen, oder? War das jetzt irgendwie super cool, dass ich das geschafft habe, da drüber zu springen, ohne Zauber? Fragen über Fragen, wir werden es nie erfahren, denn ich gehe jetzt einfach weiter. So. Rechts. Zur Brücke. Gut, hier geht's weiter nach rechts. Zu einer Brücke. Gut, machen wir das. Rechts zur Brücke. Da ist die Brücke. Und Brücke entlang und dann wieder Aufzug nach unten. Gut. Warum ist da kein Gegner? Sollte ich Angst haben? Bisschen Angst haben ist wahrscheinlich in Zelda 2 nie ganz so verkehrt. Das schaut mir gefährlich aus. Wieso sind hier keine Gegner? Fliege ich jetzt gleich nach unten, weil da irgendwo ein Loch ist? Ist das Parallax-Scrolling ein bisschen hier, oder? Schaut nur so aus. Der Junge schon wieder. Den kann ich nicht leiden, Mann. Den mag ich nicht. Der stinkt. Nach Schwefel. Okay, so nicht. Und... Nein, ich muss später hüpfen. Nein, früher hüpfen. Warum sink ich so komisch? Nein, so geht's nicht. Weiter weggehen. In der Hoffnung, dass er entspawnt. Und ich mit dem Respawn mehr Glück habe. Schauen wir mal, ob wir mit dem Respawn mehr Glück haben. Ja. Ist besser. Ist besser so. Also, wenn ihr Probleme mit dem hat, Respawn rein. Dass der Gegner respawnt rein und einfach drüber. Mit Schwertkampf nach unten. Technik. Gut, hatten wir es auch. Aufzug nach unten, rechts und wieder Aufzug nach unten. Okay, wieder nach rechts. Ja, mein, nach links geht eh nicht, also rechts, ganz klar. Oh, und was ist da? Die da, die mag ich nicht so gern. Kommt der jetzt nochmal? Spawnt er jetzt wieder oder was das? Sollte ich mir da jetzt irgendwie eine Brücke nach oben bauen? Boah. Voll abgerutscht am Controller jetzt vor lauter Schreck. Uiuiuiuiuiuiui. Stirb! Ja, Schwert drückt nach oben ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, ja. Den habe ich überhaupt viel zu selten eingesetzt. Den setzt man generell einfach viel zu selten ein, weil man einfach nicht dran denkt, dass Link das eigentlich kann. Ah, jetzt komme ich da nicht mehr rauf, oder? Oder ich mache mal eine Stufe. Ah. Okay, ich versuche einfach nur durchzukommen. Geh, bitte, was ist da? Das. Ah, der ganze Dreck, der da rumfliegt hier. Nein, 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 so geht das nicht. Nein, 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 nein. Schau mal, einfach nur, dass wir da durchkommen irgendwie. Ah, come on. Noch mehr von dem Dreck hier. Wenn man das einfach wegbrezeln könnte und das wär's, das würde ich irgendwie fair finden. Aber das da, ich glaube, da kommt unendlich viel von dem Zeug. Oder? Oder auch nicht. Was nicht? Manchmal habe ich das Gefühl, es respawnt nicht mehr und dann schaut es wieder so aus, als würde es dauernd respawnen. Ach, man weiß es nicht. Ist ja auch egal. Lasst uns da einfach durchgehen. Wow, was bist du für einer, Junge? Den habe ich auch noch nicht gesehen, oder? Wie machen wir den? Erstmal kurz nachdenken.
Angst haben, zurückgehen und dann volle Kanne. Und nein, so geht er nicht. Immer gedacht. Aber ich kann ihn blocken. Okay. Ich kann dich blocken, Junge. Ich blockiere dich, Junge. Ich blockiere dich. Ist ja so eine Facebook-Folge, wo Mark Zuckerberg die ganze Zeit. South Park-Folge. Weiß nicht, was ich jetzt gesagt habe. Da gab es eine South Park-Folge, wo Mark Zuckerberg die ganze Zeit sagt: Ich blockiere dich, Mann. Ich blockiere dich. Zumindest auf Deutsch. Ich weiß jetzt gar nicht, was er auf Englisch sagt. Ich glaube, dass das die beste Variante ist, ihn irgendwie zu übergehen. Aber wieso kann ich den so gar nicht treffen? Kann ich den überhaupt irgendwie platt machen? Oh ja, man kann ihn treffen. Man kann ihn treffen, aber ich glaube nur am Kopf, oder? Und warum hüpft er einfach so deppert? Kann er nicht aufhören, damit so blöd herumzuhüpfen? Ich hab doch geblockt, Mann. Ah, ich tue immer nach hinten, wenn ich block. Manchmal. Muss den Controller mehr nach vorziehen. Na. Wie? Komm, geh weg. Geh doch einfach weg von mir. 70 Punkte kriegt der. 70 Punkte, das ist ja nix für so viel Aufwand. Der hat fast die komplette Leiste hat mich der gekostet. Warum mit diesem komischen Hufangriff? Wie kann ich den eigentlich... Diesen Hufangriff kann ich eigentlich quasi nicht abwehren. Wie kann ich diesen Hüpfangriff abwehren? Ein. Gibt es ein Schema, wann er hüpft eigentlich? Ich habe noch keins erkannt. Gibt es ein Schema? Nein, ich glaube, er hüpft random. Na, für mich fühlt sich das ziemlich random an, wie der hüpft. Da, wenn ich ihn da draußen krieg, schaffe ich ihn mal. Kann ich ihn schaffen. Ich muss ihn da draußen kriegen. Also da im Gang geht's gar nicht. Warum ist er jetzt eigentlich früher gekommen? Vorhin ist er später gespawnt. Ganz sicher. Na? Warten vielleicht kurz. Ach, denn das kann eigentlich keinen Unterschied machen, oder? Na, das glaube ich nicht. So, tschüss. Ah! Ah, das ist echt böse. Okay, der will einfach sterben. Ich glaube, der möchte einfach sterben gehen. Also den kann ich nicht irgendwie, weil wenn ich da die Stufen raufgehe, kraxelt mir der nach und dann ist der blöde Blob da, der killt mich wieder weg. Ah, okay. Ich versuche mit Fire. Versuch's mal mit Feuer. Bringt nichts. Na, ja, das bringt nichts. Feuer bringt nicht wirklich was. Wenn wir vielleicht Schild nehmen. Magie ist sowieso schon ein bisschen verschwendet, also. Probier's mal mit Schild. Ah! Nicht so. Nicht so auf jeden Fall. Ich muss reingehen. Schnell entschlossen sein. Schild zaubern. Und schnell, 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 schnell. Ich muss schnell sein. Weg damit. Weg, 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 weg. Und hoffen, dass er nicht drauf hüpft. Und runter. Ho, 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 ho. Das war ja jetzt alles andere schlecht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann.
richtig abgekotzt. Okay. Weiter nach unten. Hä? Hä? Das war jetzt irgendwie... Ich wollte jetzt gerade nachschauen, was ich machen muss und... Hä? Was zum Geier? Was ist da? Was gibt's da? Hä? Noch eine tote Wand? Hä? Gibt's da oben vielleicht irgendwas? Gut, speichern wir uns da mal ab. Und schauen, was da oben ist. Jump! Ah, das ist natürlich cool. Da gibt es einen Zaubertrank versteckt, Leute. Also, wenn ihr da seid, an der Stelle, hier ist ein Zaubertrank versteckt. Gibt es denn noch auf der anderen Seite auch noch was? Nope. Da ist noch ein... Ist da was? Da ist nix. Ah, doch! Da ist auch was, Leute. Da ist auch was versteckt. Ist ja geil. Ja, cool, dass man das so entdeckt hier auch. Wow, was bist du für ein Blödsinn da? Oh ja, ja, was mache ich denn da? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was ist da los? Kann ich das wegkillen eigentlich? Ja, bringt aber nichts. Okay. Dann probiere ich es nochmal hier. Hier kann ich mit Jump wahrscheinlich rauf. Gut, ich schaue nur, was da oben drin ist, ob ich das brauchen kann. Kann ich das brauchen? Da gibt es aber nichts. Das soll weg. Okay, das war ein Reinfall hier. Da kann ich nirgends hin. Gut. Spare ich mir das hier links zu gehen. War da hier rechts vielleicht noch irgendwas? Nope. Okay. Cooler Geheimgang. Cooler Geheimgang. Aber da links, da muss doch irgendwas sein, oder? Was soll das? Wenn das jemand weiß, Leute, wenn das jemand weiß, was da links ist, was ich da versäumt habe, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Das würde mich interessieren, was ich da versäumt habe. Ihr wisst das wahrscheinlich, wenn ihr das seht, weil ihr super große Mega-Zelda-Fans seid von Zelda 2 und alles auswendig kennt. Okay, was muss ich jetzt hier genau machen? Weiß ich nicht. Ich muss jetzt noch in irgendeine Richtung gehen zu einer einstürzenden Brücke. Rechts wird herumgebrezelt, glaube ich. Was ist links? Schauen wir mal nach links. Der Auerhahn ist da. Nein, der, ich weiß, der heißt nicht Auerhahn. Ah, ich hätte ihn fast geschafft, den Schurken. Gah. Na, so nicht. Also es ist echt blöd, dass ich nicht weiß, welche Seite ich da gehen muss. Grr. Ah, dieses Brenngeräusch ist furchtbar. Packt mir überhaupt nicht. Ah, wieso kann man... Ich muss einfach drüber. Ich gehe drüber. Drüber, 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 drüber ist die Strategie. Und sich vielleicht nicht verbrennen lassen. Wäre auch eine gute Strategie. Nicht sterben. Strategie, don't die. So. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, wieso funktioniert die Steuerung manchmal nicht so gut, wie ich will? Da. Nein, das war's auch nicht. Wie habe ich das vorhin so schön gemacht? Man weiß es nicht. Ah, einfach so. Nein, so nicht. Der blöde Auerhahn.
Yes! Durchgekommen. Ich speichere mich da auf die 2 und gehe weiter. Weg mit dir. Okay. Ich brauche das nicht. Gehen wir oben. Ist da wieder so eine Falle? Ist da wieder so eine Falle? Platsch. So. Ist da wieder so eine Falle und instant rein in die Falle. Hoppa, hoppa. Was? Vielleicht ist es besser unten gehen? Schauen wir mal unten. Gehen wir mal unten. Ah, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. So. Tschüss. Ah! Falscher Savepoint. Oh, Punktesack. Stirb. Ah, das kann ich nicht ausweichen, das Zeug. Okay. Und natürlich blöd. Dann gehe ich vielleicht doch oben. Also kann man dem Zeug nicht ausweichen. Bin ich deppert. Gut. Weggebrezelt. Aufzug nach unten. Jetzt habe ich ein Leben verloren ein bisschen. Nein, ich mag kein Leben verlieren. Ich möchte das ohne Leben verlieren machen. Es ist mir ein Anliegen irgendwie. Es muss ja irgendwie gehen. Na. Sondern nicht nein, es geht nicht, sondern... Wieso brezelt der eigentlich sofort auf mich ein? Wie soll man das machen können? Schildzauber, ja klar, aber... Gut, jetzt ist egal. Einmal noch, einmal probier es noch. Es muss gehen irgendwie. Muss im rechten Moment springen und zuschlagen. Richtigen Moment springen und ich hätte einfach nur treffen müssen. Ja, es geht. Geht doch. Okay. Weiter nach unten. Schaut mal so verdächtig aus da. Nein, ist nichts. Weiter nach unten. Blöcke zerstören und in versteckten Abgrund springen muss ich irgendwo. Ich glaube, ich bin hier irgendwie falsch irgendwie. So ein bisschen Verdacht, ich bin hier falsch gegangen. Ah, schon wieder. Und den mag ich ja so gar nicht. Ich bin hier falsch. Ich bin hier sowieso falsch, glaube ich. Ich gehe da mal in der Ach, du bist doch ein. Ach, wie stark. Soll ich jetzt noch nach rechts gehen? Oder stimmt das eh mit dem nach links? Blöcke zerstören und versteckten Abgrund springen. Vielleicht muss ich da irgendwie eh runter. Ist der versteckte Abgrund irgendwo? Da ist kein versteckter Abgrund. Vielleicht bin ich... Hm.
Dort, wo ich 2 runtergefahren bin. Ich bin hier 2-mal runtergefahren. Und da sagt er links zerstört. Versteckte Blöcke zerstören. Was wäre da rechts gewesen? Ich bin irgendwie hier falsch. Ich bin hier irgendwie im Holzweg. Ah, der Dreck da brezelt mich natürlich wieder weg. Ah ja. Das war natürlich nett. Bitte einfach mal nur kurz nach rechts schauen. Pfeif mal auf die Leben. Ah, die ziehen einem. Und da bin ich dann wo? Bin ich auch wieder bei so einer Sequenz. Gut, ich schaue einfach mal, wo ich da hinkomme. Ah, da ist wieder so ein Trottel. Ja, das ist wirklich ein Trottel. Das darf man ruhig sagen. Okay, ich bin jetzt ein bisschen in der Situation, dass ich nicht genau weiß, wo ich hin muss. Okay, der brezelt mich weg. Es ist nicht leicht, Leute. Es ist nicht leicht. Ich denke und denke, aber ich weiß nicht, ob ich richtig bin. Ja, vielleicht sollten wir weniger denken und mehr irgendwas machen. Geh weg. Also die sind ja auch richtig hart irgendwie. Total unberechenbarte Parts. Eieieiei. So. Eieiei. Na. Okay. Ich fahre mal da hier zurück. Dort, wo die 2 Aufzüge runtergehen. Und werde mich bis zum nächsten Mal schlau machen, wie es hier weitergeht, ist meine persönliche Hausaufgabe. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare reinschreiben, wie es weitergeht. Soll ich links gehen? Soll ich rechts gehen? Also soll ich runtergehen? Links oder rechts hier? Links oder rechts? Sagt es mir. Ihr könnt es mir in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Wir sehen uns gleich wieder. Ich verlinke euch gleich 2 Videos. Viel Spaß damit. War anstrengend, Leute. War anstrengend. Viel Spaß bei den Videos. Ich muss mich jetzt erstmal ausrasten.